Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Limited Edition. Diese Woche, letzte Woche, Full On LEs und ich habe heute die Bronze Away LE von Catrice hier für euch. Ich habe alle Produkte gerade eben gekauft und wir werden schauen, wie sie in meinem äußerst übermüdeten, äußerst aufgeregten Gesicht funktionieren. Und ich hoffe, ihr habt Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt mit dem Video. Denn das ist eine LE, die gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Wobei ich da so ein bisschen was erahne. Aber ich bin super gespannt. Wir werden auf jeden Fall die Produkte testen. Die ganzen Sachen gibt es aktuell in der Drogerie. Ich weiß nicht, wie lange. Meistens ist es so 3-4 Wochen, wenn die Sachen nicht schon ausverkauft sind. Ich habe gesehen, ein paar meiner Kolleginnen haben auf jeden Fall schon Videos dazu gemacht. Und deswegen dachte ich mir, okay, cool. Ich probiere die Sachen aus. Denn wir haben ein super, super cooles Spray. Wir haben den größten Pinsel, der größer als meine Zukunft ist. Wir haben eine Baked Bronzing und Highlighting Palette. Schaut euch bitte diesen Oschi hier an. Einen noch größeren Bronzer. Und wir haben eine Lidschattenpalette, die ziemlich, ziemlich schön ist. Und ich glaube, wir starten als erstes mit der Base. Ich habe für alles zusammen ungefähr 37 Euro ausgegeben, was recht gut ist für die Menge an Produkt, die wir haben. Wir haben keinen Primer, wir haben keine Foundation. Ich muss aber sagen, die LE erinnert mich so ein bisschen an die LEs aus dem letzten Jahr. Da gab es ja einmal die Tensational LE, da gab es einmal auch, ich glaube, Bronze irgendwas LE, wo auch so ein riesengroßer Bronzer bzw. Highlighter mit dabei war. Ich würde aber als erstes mal die Base machen. Ich benutze dazu, wie immer, meine liebste Kombi, die Huda Beauty Glowish Foundation und so ein Spritzer von der guten Charlotte. Und Freunde, 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 vielleicht haben wir hier wieder ein paar richtig coole Drogerie-News. Ich muss sagen, ich bin super, super happy, dass wir in den letzten Wochen, beziehungsweise 2-3 Wochen, wieder extrem viele LEs bekommen haben. Denn die letzten Monate, fand ich, war extrem wenig los in der Drogerie. Es waren halt viele Minis, es waren viele, viele LEs, die, ja, nicht so spannend war. Es war viel Skincare, es war viel irgendwie so Tools oder so mit dabei. Es gab ja jetzt von Essence beispielsweise auch erst gerade diese Mini-LE. Und da muss ich sagen, sowas spricht mich persönlich immer nicht an. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu solchen, ich nenne sie immer gerne Filler-LEs, weil sie halt irgendwie nicht so wirklich viel mit Make-up zu tun haben. Aber ich glaube, da bin ich einfach nur so ein bisschen verwöhnt von der Menge, die wir in den letzten Jahren auch an LEs in der Drogerie hatten. Ihr seht, die Foundation ist super schön glowy und ich habe auch so eine kleine Look-Idee im Kopf. Ich wollte heute wieder aussehen, als wäre ich frisch aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Schöne Full-Coverage-Base, super glowy und der Bronzer sieht richtig, richtig cool aus. Ich mache einmal ein bisschen Concealer rauf, sette den ganzen Spaß und dann geht es los mit den spannenden Produkten. Okay, einmal alles so ein bisschen gesettet. Ich benutze im Moment am allerliebsten tatsächlich einfach für so einen leichten Puder-Look-Touch das Sensei-Puder, was ich euch neulich in dem Thiemann-Video gezeigt habe. Und ich glaube, wir fangen als erstes mal mit diesem großen Bronzer an. Der hat ganze 30 Gramm Produkt. Das ist fast das Vierfache an der üblichen Compact-Pudermenge. Da sind meistens so 8 Gramm drin, 18, 32, naja, fast viermal, ein bisschen weniger. Aber sieht super, super cool aus. Das einzige Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist, dass die meisten von diesen Riesendingern nie in meine Schminksammlung passen. Das muss ich sagen, das finde ich persönlich immer ein bisschen, naja, nervig, aber ich glaube, das ist einfach ein Problem, was ich persönlich habe. Ich weiß nicht, wie ihr euer Make-up aufbewahrt, auch das könnt ihr mir sehr, sehr gerne einmal schreiben. Ich persönlich habe halt dieses Alex-Regal und da passt das meistens definitiv nicht rein. Okay, ich mache, ist noch ein Klebchen drauf. So sieht das Ganze einmal aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier ist so ein richtig schönes Palmenblatt-Pressing drin.
riecht nicht. Und wir nehmen als erstes hier mal so einen kleinen runden Powder Brush. Ich gehe jetzt hier mal rein, lade den Pinsel erstmal gut auf, klopfe ein bisschen ab und stempel jetzt einfach erstmal hier, um zu schauen, wie die Farbe ist. Also First Impression, ich drehe das Licht einmal weg, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Pigment ist auf jeden Fall da. Er ist tatsächlich matt. Das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Weil die meisten LE-Bronzer, diese großen, haben immer so extremen Schimmer drin. Und das persönlich mag ich nicht, wenn er nicht so subtil ist. Also ich mag den Bronzer sehr gerne, wenn der so ein bisschen wet aussieht. So, also einer meiner absoluten Lieblingsbronzer ist hier der von Too Faced, der Milk Chocolate Bronzer. Schweineteuer, der ist aber jetzt bestimmt schon 4,5 Jahre alt. Und der ist super. Der sieht halt einfach so ein bisschen feucht aus. Der ist ein klassischer Puderbronzer. Die Farbe gefällt mir aber sehr gut. Ist ein bisschen kühler, ist nicht ganz so warm und hat sich echt gut auftragen lassen. Ich glaube, dass er für viele auch sehr gut zum Konturieren geeignet ist. So dieses Mischen aus Contouring und Bronzing ist ja eh so ein bisschen im Trend. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut mit diesem Produkt. Ich werde jetzt mal spaßenshalber auf der anderen Seite den Bronzer hier drin testen. Denn der ist tatsächlich eher so ein bisschen das, was ich mag. Ne? Seht ihr das am Finger schon? Der hat so eine leicht feuchte Textur. Das liegt so ein bisschen daran, dass er tatsächlich gebacken ist. Und dafür nehme ich mir jetzt hier einen Pinsel von Asam. Ich liebe den. Gehe hier so ein bisschen rein. Und wir schauen mal. Stempel hier einfach so ein bisschen. Der ist wesentlich wärmer und wesentlich pigmentierter. Ich gehe jetzt einfach hier komplett noch einmal rüber, um das so ein bisschen anzupassen. Ja, also den finde ich persönlich schöner bei mir, weil er, ja, der ist so ein bisschen mehr bronzy. Der andere ist halt eher so contouring. Erinnert mich von der Farbe so ein bisschen an den Hattie Bronzer, muss ich sagen, der auch nicht so warm ist. Aber das ist das, was ich persönlich mag, dieses wet bronzy Look. Oh, she's tan today. Das Bronzer-Schätzchen hier drin gefällt mir super, super gut. Was ich schade finde, ist, dass hier kein Blush drin ist. Das hätte perfekt gepasst, denn ich finde, das erinnert mich so ein bisschen hier an die Becca und Chloe-Palette von den Farben her. Aber hier sind halt einfach diese Blushes mit drin. Ich swatch euch ganz kurz mal die drei Highlighter. Auch sehr, sehr cremig und echt krasse Farben, ne? Eins, wow. Sehr, sehr pigmentiert. Ich gehe ganz leicht. Ich muss mir so eine Mischung machen aus dem Dunklen und dem Goldenen. Arbeite mir das erst in der Hand ein und toppe dann hier einfach so ein bisschen rüber. Okay, also die sind sehr, sehr hell hier vorne. Seht ihr das? Aber gemischt ist das ganz gut. Okay, das ist extrem viel gerade. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe jetzt leider kein Dekolleté für euch heute. Ne? Mit diesem großen Pinsel, der ist auch in der LE, kann man sehr gut so Body Bronzer auf dem Körper oder vor allen Dingen hier diese Highlighter-Töne verteilen. Ne? Einfach so ein bisschen reingehen und dann über den Arm gehen oder auf den Beinen sieht das, schaut mal, einfach hier so ein bisschen verblenden und dann habt ihr so einen richtig schönen Glow. Was ich damit super gerne mache, ist, ich arbeite mir mit diesen großen Brushes sehr gerne Körpercreme ein. Ich finde, das gibt da nochmal so ein ganz anderes Gefühl und der ist super weich. Also, wenn man manchmal so an Pinseln so rumspielt, ne, dann kann man dazwischen sehen, hier sind so viele Haare drin, du kannst da nicht reingucken. Ich liebe diese Pinsel für so großflächige Arbeiten. Du kannst einfach mal so schnell ein bisschen rübergehen, ein bisschen Glow verteilen und du siehst aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Base, super, super gut. Wir setten das Ganze einmal mit diesem Spray. Ich habe das eben schon probiert, ich habe damit so ein bisschen gespielt. Das ist ein Hydrating Fixing Spray. Es gibt so ein ähnliches, Sekunde. Ich habe es natürlich nicht mehr hier oben, sondern es ist im Archiv. Es gab schon mal so ein Spray vor einem oder vor zwei Jahren und der Geruch ist exakt derselbe. Ich mag den Geruch persönlich super gerne, deswegen stört mich das jetzt nicht. Wir geben es einfach mal rüber und schauen mal, wie sich die Base verändert. Licht, Kamera, Action. Hat so ein wow. Hat einen sehr frischen, so ein bisschen in die Kokos. Ist wie so ein frischer Mojito am Strand, aber nicht so zitrisch, eher so Kokos. Ein Pina Colada. Super Effekt auf der Haut, also sehr, sehr glowy. Ich habe den vorhin auch schon so ein bisschen unter dem Make-up benutzt, deswegen sah meine Haut halt sehr frisch aus. Aber das ist nice. Okay, Haut sieht aus wie gefotoshoppt gerade, dieser Glow, ne? Dieses,
Das ist das Schöne am Sommer, ne? Ich bin ja eher so eine kleine faule Maus und bin nicht so präzise bei meiner Base. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen mein Geheimnis, dass das Ganze sehr weich verblendet ist, weil ich nicht so präzise blende. Mit so einem großen Pinsel einfach ein bisschen rübergehen und ihr habt ein sehr einheitliches, gleichmäßiges Durcheinanderbild. Macht wahrscheinlich absolut gar keinen Sinn, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ihr seht so ein bisschen das, was ich meine. Was mir ein bisschen fehlt, ist Blush. Deswegen benutze ich jetzt hier mal einen sehr, sehr leuchtenden und stempel den einfach hier nur so ein bisschen rauf für so einen leichten Sun-Kissed-Look. Nase, yes. Okay, Freunde, wir kommen zur Lidschattenpalette und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Team ihr seid. Seid ihr eher Team, findet ihr langweilig oder seid ihr eher Team, genau das ist mein Vibe. Ich liebe solche Lidschattenpaletten, vor allen Dingen mit diesem Pop of Color in der Mitte, ne? Das ist halt perfekt Sommer. Sieht super aus und ich. Okay. Extrem pigmentiert. Ich möchte so ein bisschen wieder den Look von neulich machen. Das hat euch super gut gefallen und ich liebe das auch. Deswegen starte ich mit einem sehr, sehr großen, fluffigen Pinsel und gehe hier in diesen Ton rein und setze mir den hier vorne erstmal schon mal so ein bisschen hin. Der soll jetzt nicht so intensiv rauskommen, sondern wirklich nur so als Farbakzent und so ein bisschen eine Guideline geben. Den setze ich auch gleich hier hinten hin. Also das ist das Schöne bei diesem Look. Das darf so ein bisschen messy sein. Es ist Sommer, das geht schnell. Pigment ist auf jeden Fall da. Wirkt auch auf dem Auge so ein bisschen orangefarbener als hier im Pfändchen. Aber es ist meistens die Verpackung, die so ein bisschen von der Farbe ablenkt. Also es ist tatsächlich eher orange und nicht so ocker. Einfach hier grob erstmal hin als Transition Shade. Aber da wir ja wieder diesen neuen, modernen Cut Crease Eye Look schminken, ist das auch ein bisschen hier hinten. Okay, also die Farbe ist so leicht aufgetragen, schon sehr, sehr gut. Jetzt wird's aber spannend. Ich starte mit einem kleinen Blendebrush von Alicia Marie. Use Code MAXIM10 für 10% off bei BH Cosmetics. Ich gehe jetzt hier in diesen roten Ton rein und fokussiere mir den erstmal hier hin. Und jetzt werden wir immer ein bisschen präziser, darf aber schon so ein bisschen messy sein, weil es ist ja eher ein messy Look. Sehr dunkel. Ich habe mir gedacht, dass er viel, viel heller ist, aber umso besser. Dadurch wird der Effekt natürlich noch ein bisschen größer und ein bisschen verblenden. Und zack, Farbe ist definitiv da. Das ist halt immer das Krasse, ne? Ich bin ja nach einem fast einem Jahr, kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war, als ich meine Palette mit Catrice gemacht habe, war ich, als mir der Preis gesagt wurde, tatsächlich überrascht, weil ich es nicht in meinen Kopf kriege, wie eine Firma schaffen kann, so gute Qualität zu einem so krassen Preis zu machen. Ich habe es euch eben eingeblendet, was sie kostet. Unter 10 € definitiv. Und das ist schon echt wirklich, wirklich gut für die Qualität, die sie anbieten können. Ich gebe mir die Farbe auch gleich hier außen erstmal hin und blende das hier so ein bisschen raus. Ist halt dieser feuerbändiger Look, ne? Aber ich glaube, das ist Cut Crease. Mich langweilt Cut Crease im Moment, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil das habe ich die letzten 3 Jahre gemacht. Dieser Look ist so schnell und so einfach gemacht und irgendwie was Besonderes. Ich gehe jetzt wieder mit dem Pinsel von eben hier lang und blende einfach hier ein bisschen die Kanten aus. Ich nehme den Pinsel von hier und gehe hier in den Ton rein und den setze ich mir hier vorne hin, ganz, ganz weit vorne. Und mit dem Rest blende ich dann hier hoch. Auch super pigmentiert und ich kann sie auch gut aufbauen. Also oft ist es so, wenn man Lidschatten benutzt und die aufeinander schichtet, so wie ich es gerade mache, dass sie dann irgendwann nicht mehr so gut halten. Tun sie trotzdem. Also das muss man sagen, das ist wirklich gut gelungen. Und dasselbe machen wir auch hier außen. Hier kann es aber eher so ein bisschen messy wieder sein. Einfach hier hin und dann die Linie verdunkeln. Jetzt machen wir es mal ein bisschen anders heute. Ich nehme hier hier, wer ist das? Einen flachen synthetischen Pinsel zum Cut Crease ziehen und ziehe jetzt so eine halbe Cut Crease und mache es hier vorne noch so ein bisschen sauber. Mach den so ein bisschen sauber und gehe jetzt hier in diesen Schimmerton und gebe mir den einfach hier komplett in die Crease, also in diese künstlich erzeugte Cut Crease, aber das ist ja ein bisschen weiter hinten und wow. Dadurch, dass der Pinsel auch so ein bisschen nass ist, haben wir eine extrem scharfe Kante, ne? Das reicht tatsächlich für oben. Unten mache ich den ganzen Spaß auch nochmal. Ich gehe hier ein bisschen in das Rot und mische das gleich mit dem Braun. Und an meinen Inner Corner gehe ich mit dem kleinen Pinsel natürlich in das Blau. Und da ist der Sommer. Ich finde, das macht den ganzen Look einfach
so viel spannender, ohne dass es zu langweilig ist. Ihr könnt jetzt auch noch hier mit so einem kleinen Pinsel nochmal hier reingehen und den Liner hinten ein bisschen präzisieren. Reicht tatsächlich aber schon, finde ich, wenn es so ein bisschen messy sein darf. Ich klebe mir einmal Lashes drauf und bin gleich wieder zurück. Und das ist einmal der fertige Look. Ich habe mir noch schnell meine allerliebsten Lashes aufgeklebt und lieb's. Lippenstift habe ich einfach eine Mischung genommen, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das ist meine Personal-Mischung, die aber mit der Marke damals nicht zustande gekommen sind. Komme ich aber bald nochmal zu. Freunde, super Qualität. Go! Wirklich go! Ich habe jetzt nichts, wo ich sage, nee, das war vielleicht nichts. Schreibt mir gerne eure Erfahrung zu dieser LE in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert. Denn Freitag, Freunde, guess what? Get your credit card ready. Maxim Giacomo Cosmetics is finally here. Bis zum nächsten Mal.